Naja, aber ich krieg sie hier ja wieder. Genau. Ein Glück. Jetzt darf ich es nochmal versuchen. Immerhin, mit Steinen. Okay, diesmal kriege ich dich. Und diesmal habe ich auch Reserveenergie. Gut, aber der Finalboss gefällt mir. Auch wenn er extrem lang ist. Gut, jetzt. Machen Sie wieder auf Mixer. Genau, so sehen ja die Dinger, diese drehenden Dinger im Mixer aus. Jetzt schicken sie diese Strähne. Das ist die Mehrzahl von Strahlen, genau. Jetzt schicken sie diese Plasma-Dinger raus. Und jetzt schießen sie mit Kokosnusskernen. Jetzt die Strahlen. Okay, jetzt ganz dringend so bleiben. Gut, jetzt machen Sie diese Attacke. Bringt überhaupt nichts. Also ich wette, das ist eine starke Attacke, aber kann mir auch nichts anhaben. Was ist... Oh, verstehe. Ah, jetzt schießen sie wieder mit brennenden Kokosnusskernen. Und ich habe sie fast gleich. Oh, jetzt machen sie wieder auf Mixer klingen. Oh, was ist denn das denn gerade für eine Bronzestatue, in die sich Kirby verwandelt hat? Komm, ich habe sie fast geschlagen. Nein, 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 nein. Okay, ich bin noch Stein. Ah, das, was Magolo auch gemacht hat. Zumindest ein bisschen so ähnlich. Obwohl, nö. War es das jetzt? Immer noch nicht? Hilft er uns jetzt? Meganova!
Es geht immer noch weiter. Okay, aber wie? Wie kann ich ihn jetzt besiegen? Oh. Mann, oh Mann, ist dieser Kampf schwer. Okay, jetzt macht sie das wieder. Okay. Gut. Okay. Okay, jetzt wo nur noch einer da ist, ist es natürlich etwas schwerer, ihn zu treffen. Macht's zweimal. Jetzt saugen. Okay. Okay, ein bisschen hat sie noch. Okay, ich glaube, das war's jetzt. Diese Feen haben ihn gerettet. Die. Oh. Na bitte, Taranza hat ihn gerettet. Der ist jetzt anscheinend auch auf unserer Seite. Und so wurde Floralia dank Kirbys heldenhaften Einsatz gerettet. Das Himmelsvolk hatte lange unter dem Joch der bösen Königin gelebt. In einem letzten verzweifelten Versuch, sich zu retten, entsandte es all seine Hoffnungen in Form eines Sandes unter, um Kirby, den Helden des Dreamland, zu seiner Rettung zu rufen. Okay, naja, das war gerade ein bisschen zu schnell. König Dedede wurde für Kirby gehalten und von Taranza entführt. Oh!
Doch Floralia Läge in Trümmern wäre ihm diese Rolle nicht zugefallen. So hat die Traumranke ihre ganz eigenen magischen Gesetze. Oh, Kirbys Haus im Hintergrund, seht ihr? Als es vorbei war, schaute Kirby in den Himmel. Und sah, dass die Traumranke in voller Blüte stand. Na bitte, sehr schön, nicht nur der Sektonias Bösen. Naja, keine Ahnung. Sie erinnert nun an Floralia und ist das neue Wahrzeichen von Dreamland. Echt? Gut, und ich vermute, was jetzt kommt, die Stuff Credits. Ich muss zugeben, das war, genau, das kommt jetzt Stuff. Also, was ich sagen wollte, ich muss zugeben, das war ein sehr, sehr langer Finalboss. 33 Minuten dauert er jetzt, fast 34. Okay. Okay, den Kampf werde ich wahrscheinlich aufteilen müssen und jetzt sieht man nochmal schöne Bilder. Naja, sie scrollen dann in den unteren Bildschirm runter, hier zum Beispiel der Kampf gegen Blumenblütenbaum. Den unteren Bildschirm filme ich ja leider nicht, aber ich glaube, alle Bilder erscheinen ja auch am oberen Bildschirm. So könnt ihr es auch sehen. Okay, im Lolliland mit dem Panzer im Hintergrund. Die Hände, die Kirby zermanscht haben. Also ich muss zugeben, das Spiel ist sehr, sehr gut. Genau. Und der Kampf gegen Farpex. Und der Finalboss war auch sehr schön. Wirklich sehr, sehr gut. Also endlich hat Nintendo mal wieder was Gescheites rausgebracht. Okay. Mega Nova Kirby gegen diese Vögel. Also ein wirklich gelungener... Ich will jetzt dauernd zum Reden kommen, kann aber nicht, weil ich dauernd was zu den Bildern sagen will. Die Holzhütte von den Waddle Dees. Zirkus Kirby mit den Pocoyo Aliens. Also ich finde, die sehen aus wie die Aliens aus Pocoyo. Und da sieht man jetzt nochmal alle Welten. Oben die nächtlichen Noblesse und hier der Kampf gegen Klappschlängler mit Glocken Kirby. Glocken Kirby, gab es denn überhaupt in dieser Welt? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Die Würmer! Die Würmer. Okay, naja. Dann erzähle ich eben nicht, wie mir das Spiel gefällt, weil ich ja dauernd was zu den Bildern sagen muss. Pyrosch? Der hat eine Attacke, wo er Kirby verschlucken kann? Okay, das war, ich habe ihn als dann so schnell besiegt, dass er nie dazu gekommen ist, die Attacke zu machen. Taranza und der eingesperrte Dididi. Aber mir kommt es leider so vor, als wäre Dididi immer mehr unser Freund. Naja. Anscheinend will man neue Bosse einbauen. Neue Gegner. Und die Feen, mit, wo sie dieses Shooter-Ding, diese Kanone heranschleppen. Königin Sektonia in ihrer Blumenform. Und da rechts das Lolliland. Und King Dedede schießt Kirby aus der Ranke raus. Und der Heilraum, genau, den habe ich ja auch gefunden. In den nächtlichen Noblessen. Ich glaube, es gibt... Naja, ich glaube, es gibt wahrscheinlich noch einen zweiten... was ist denn das? King Dedede in einem gigantischen Spiegel? Ah, und die Blume, befreit von Sektonias Bösen. Zauber nenne ich es jetzt einfach mal. Oh, und das seht ihr jetzt leider nicht, das ist unten am Bildschirm. Da unten ist jetzt Kirbys Haus, genau da, wo es hingehört. Aber ich vermute, es scrollt ja eh noch runter. Und die Schloss da rechts, seht ihr es? Da seht ihr auch Kirbys Haus und die Produzenten vom Spiel. HAL Laboratory und Nintendo. Na bitte, das sind alle. Auch Taranza. Ende? Das seht ihr jetzt nicht, am unteren Bildschirm steht Ende, aber mit einem Fragezeichen.
Du hast die Arena freigeschaltet. Fordere die Bosse heraus. Aha, es gibt anscheinend wirklich noch eine Arena. Das seht ihr jetzt nicht, ist am unteren Bildschirm. Aber ich dachte mir eigentlich, dass noch was kommt. Denn Dedidis Abenteuer? Spiele als König Dedede. Hey, Moment, es steht ja da oben 69%. Heißt das jetzt etwa, es gibt wieder so einen Extra-Modus? Nur, dass ich diesmal alles mit Dedede durchspiele? Du kannst die Rekorde der Arena und vom Dedede's Abenteuer über Street Pass teilen. Okay, das werde ich nicht machen. Yep, da steht jetzt noch was über Street Pass. Okay, die Arena und Dedede's Abenteuer. Naja. Und oben jetzt, naja, die Glücksbringer. Und wenn ich den 3DS jetzt hin und her neige, dann wackeln die. Das wollte ich euch schon immer mal zeigen, bin aber bisher noch nie dazu gekommen. Upsala, upsala, ups. Okay, sehr lustig. Aber ich finde das Spiel, es war wirklich sehr gut. Auch die Level waren sehr gut ausgedacht. Hat mir wirklich sehr gut gefallen. Aber das Spiel ist anscheinend noch nicht zu Ende. Auch nicht mein Let's Play. Ich mache, wie gesagt, das sind ja auch noch die zwei Minispiele, wie Kirbys Recken und Dedede's Trommelslauf. Ich weiß nicht, ob ich Kirbys Recken zeigen werde, aber Dedede's Trommellauf, das werde ich auf jeden Fall zeigen. Und natürlich die Arena und Dedede's Abenteuer. Ich vermute, das ist wahrscheinlich sowas wie der Extra-Modus in Kirby's Adventure Wii. Okay, wie gesagt, das Let's Play ist noch lange nicht zu Ende. Also, bis zum nächsten Part. Tschüss!